So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir drehen heute mal ein Full Day of Eating. Alles, was ich jetzt gerade zum Diätstart esse. Jede einzelne Mahlzeit. Ja, wieso, weshalb? Die Supplements dazu. Alles drum und dran. Hier seht ihr schon Nummer 1. Das weltbekannte Panzertoast. Von Starköchen empfohlen, natürlich. Ja, die erste Mahlzeit besteht immer aus 200 Gramm Eiklar, 4 Volleiern und 6 Toast momentan. Ja, die Eier können sich je nach Form ändern. Also mal Rührei, mal Panzertoast, scheißegal. Kommt doch immer drauf an, wie viel Toast ich habe. Das Toast wird das erste sein, was dann reduziert bzw. ganz gestrichen wird. Dazu habe ich ein bisschen Light Ketchup. Immer nur so ein bisschen. Das verteile ich jetzt mit dem Messer. Ich habe eine festgelegte Salzmenge am Tag. Immer so, sagen wir mal, 10 bis höchstens 12 Gramm. 9 Gramm Salz habe ich hier drin. Das Toast hat auch noch Salz. Dann das bisschen Ketchup, was ich über den Tag nehme, das hat auch noch Salz. Das rechne ich dann natürlich mit ein. Deswegen passt alles. Es gab Leute bei Insta, die dachten, ich habe Pizza zum Frühstück. Dachte ich auch so, nee, das funktioniert nicht. Kannst mal probieren, aber ich glaube, damit hast du nicht so die Erfolge. Jetzt verteilen wir den Salz. Das Salz. Na? Was hast du mir mit denen? Ja, weiß ich nicht. Ist wegen dir. Alles, was schlecht ist, ist einfach wegen dir. Okay. Einigen wir uns drauf, ne? Also Eier ohne Salz ist hässlich. Das ist wirklich hässlich. Da muss Salz drauf. Am geilsten ist immer das Eigelb. Da freue ich mich immer drauf. Ich esse erst immer die ohne Eigelb, weil das sind die hässlichen. Die schmecken nicht so gut wie die mit. Und dann esse ich die mit Eigelb und esse erst immer drumrum. Und das letzte Stück ist dann immer das Eigelb und das ist das geilste Stück. Das ist das Einzige, was mich dabei aufregt, ne? Dass die Kacke da immer runterfällt. Trinken dabei, 20 Gramm Glutamin. 5 Gramm Peak Performance, Ingwer, Apfelessig, Zitrone. Habe ich eigentlich direkt nach dem Cardio. Ist heute ein bisschen verspätet. Mit mehr Ketchup schmeckt es besser, in der Offseason schmeckt es definitiv besser. Aber ist okay. Und für die Leute, die sich fragen, warum ich Weißbrot habe in der Diät, weil die Leute mich das immer fragen, weil es bei mir funktioniert, geht schnell rein, ich habe schnell wieder Hunger. So einen Blutzuckeranstieg habe ich sowieso nicht. Wegen dem GDA zeige ich euch dann gleich. Und ob da jetzt Nährstoffe drin sind oder nicht, ist mir scheißegal. In den anderen Mahlzeiten habe ich genug Nährstoffe und über die Supplements sowieso. Deswegen passt. Mache ich schon seit 3 Jahren, hat immer funktioniert. Essen ist alle. Voll oft geht meine Nase zu beim Essen. Ich weiß nicht, warum. Junkie ist am Start. Nein, so schlimm ist es nicht mehr, oder? Nee. Was? Du kannst ohne gar nicht schlafen. Ja, vorm Schlafen gehen wegen meiner Schlafmaske. Da muss die Nase sehr wohl frei sein. Essen ist drin. Supplement-Routine. Ist natürlich, ja, wohl in der Diät und in der Off-Season ist dasselbe bei mir. Machen wir uns da mal ran. Zuerst natürlich Peak Performance, Glutamin ist hier drin. Peak Performance für die allgemeine Leistungsfähigkeit. Glutamin und Kollagen, Verdauung, Gelenke, alles drum und dran. NAC, gegen freie Radikale, nehmen wir eine. GDA, Blutzucker regulieren, nehmen wir auch eine. D3, Immunsystem, ja, viel generell, gerade in der kalten, in der dunklen Jahreszeit. Ich nehme immer 3 Tabletten. Ab 4 kann ich es nicht mehr schlucken. Mach ich auch nicht. Gut Pro, Magen-Darm-Gesundheit, nehme ich morgens 2. Multicore, Multivitamin, Mineralien, nehme ich 4, ist eine Dosis. Soll ich mal 4 Tabletten versuchen? Mhm. Ja, das ist mir noch zu warm. Ja, ging. Früher war das ein richtiger Akt, als ich das noch nicht gewohnt war. Hartfeld fürs Herz, Blutdicke, also verdünnt auch das Blut ein bisschen. Und meine beiden Lieblinge, Cholesterin, Cholesterinspiegel, Haut, alles drum und dran. Da kommt später noch Liverkomplex zu im Laufe der Diät, aber jetzt noch nicht. Und Kidneyflush für die Nieren, für den Wasserhaushalt. Ist eigentlich mein Lieblingsprodukt. Von den beiden nehme ich halbe Dosis, weil da gibt es abends dann nochmal die zweite Hälfte. Das ist meine erste Mahlzeit. Start in den Tag, nach dem Cardio. Dann sehen wir uns bei der zweiten wieder. Warte, macht euch an, wenn ich gerade gegähnt habe, Alter. Boah, mein Blutdrucklevel 9000. Haut mal ab hier. Mahlzeit Nummer 2. 200 Gramm Hähnchen, 125 Gramm Reis mit 100 Gramm Spinat circa. Das hier sind 400 Gramm Hähnchen, davon esse ich jetzt die Hälfte. In der nächsten Mahlzeit dann die andere Hälfte. Salz habe ich da drauf, aber auch wieder dann hiervon genommen, ne? Von der Salzmenge vom Tag. Da packe ich noch jetzt ein bisschen was auf den Reis. Den esse ich so trocken, schmeckt mir, mache ich immer. Zum Fleisch gibt es ein bisschen Light Ketchup. Und ich muss das in der Diät immer getrennt essen. Ich weiß nicht warum, aber muss ich. In der Off-Season matche ich das dann alles zusammen. Da geht es dann so Hauptsache rein. Aber das Fleisch schmeckt mir besser, wenn ich es getrennt esse. Hähnchen mag ich sowieso nicht. Mag ich eigentlich schon seit 5-6 Jahren nicht. Aber darum geht es ja nicht. Ne? Immer so lange im Airfryer braten, bis man es kaum mehr schneiden kann. Dann geht es auch, wenn ihr es nicht mögt. Aber trinken ist sehr gut. Haben wir noch was vergessen? Ja, was dazugehört? Nee. Eine GDA nehme ich gleich noch.
danach. Ich habe jetzt keinen Bock aufzustehen, aber ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. So, willkommen bei Mahlzeit Nummer 3. Wir sind bei Ikea auf dem Parkplatz. Hier kannst du mal filmen. Es regnet zwar, aber vielleicht sieht man es. Also ist ein großes Gebäude. Nix. Ja, scheiß drauf. Auf jeden Fall sind wir bei Ikea. Da gibt es 125 Gramm Reis, wieder mit Spinat, mit 200 Gramm Seelachs. Salz ist wieder drauf, hier ist Zitrone jetzt auch mit drauf. Fisch ohne Zitrone geht gar nicht, finde ich. Das wird zermatscht. Heute ist auch ein witziger Tag. Ist alles sehr, sehr perfekt getimt. Erst bei Ikea einkaufen und dann noch ein Beintraining machen. Das wünscht man sich doch. Und jetzt regnet es auch noch so behindert, Alter. Ich habe keine Kapuze. Muss ich mir scheiß gleich mal den Kopf ziehen, ne? Mhm. Auf jeden Fall haben wir alle Mahlzeiten dabei. Dann müssen wir holen einen Schrank, Lampen, ein Büro, genau, Schrank für die Aktenordner, Kleiderbügel, neue Freundin, wenn ich sie kriege. Na, Spaß. Kein Spaß. Ich hau mir das Ding jetzt rein und dann machen wir es auf den Weg. So, Freunde, wir sind bei Ikea durch. Hat echt lange gedauert, war anstrengend. Jetzt gibt's. Lauter! Wir sind bei Ikea durch. Hat echt lange gedauert, war anstrengend. Die ging mir voll auf den Sack da. Sie hat sich wieder aufgeregt. Frauen regen sich immer auf, wenn stressig wird, Jungs. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nein. Auf jeden Fall, die Szene machen wir jetzt schnell, ne? Damit hier mich keiner nervt wegen unverantwortungsvoll beim Fahren. Ich fahre auf der rechten Spur mit 80, also nervt mich nicht, ne? Ich esse jetzt beim Essen. Stimmt gar nicht. Ich fahre. Das war 90. Du Lügner. Also, ich esse das jetzt. Und dann geht's zum Training. Jetzt mach aus, weil ich will nicht essen. Zeig gleich da rein, gucken und nach vorne. Mal weg. Mach weg. Friss. Nein, mach weg jetzt. Friss oder stirb. Mach weg. Post Workout Meal, 200 Gramm Hähnchen, 125 Gramm Reis, ein bisschen Spinat. Meine Nase ist seit dem Training zu, das geht mir tierisch auf die Eier. Dazu gibt's dreimal Stress Off zum Cortisol drücken. Aber ich bin kaputt, ich lasse den jetzt einfach so, ist mir egal. Wieder ein bisschen Ketchup Light. Das ist zu viel Backe geweckt. Er hat doch kein Essen gekriegt, ne? Konsequente Erziehung. Das ist deine Schuld übrigens, wollen wir nur mal erwähnen, ne? Meine? Mhm. Nee. Wer gibt dem immer was nebenbei? Du hast ihm Sushi gegeben. Ach, hau ab. Der kriegt gleich noch Essen. Ich bin echt im Arsch. Muss aber noch arbeiten. Letzte Mahlzeit dann um 2. Da sehen wir uns dann wieder. Ist alles nur gestellt. Nämlich. Müsst ihr wissen. Nein, natürlich nicht. Letzte Mahlzeit. Keine Carbs. 200 Gramm Lachs. Ich habe tatsächlich den falschen gegriffen. Ich dachte, ich hätte den genommen, der 17,5 Gramm Fett hat auf 100. Habe ich aber leider nicht. Der hat nur 3,5 Gramm. Das heißt, die ganze Woche wird da noch Mandelmus dazu gepackt. 50 Gramm Mandelmus drauf. Nur, dass ihr es wisst, ne? Normalerweise ist der ganz fettige Lachs abends dran. Dazu gibt es die zweite Hälfte Kidneyflush, also 5. Die zweite Hälfte Cholestate, also 3. REM, 2. Enzyme, 1. GDA, 1. Aus Prinzip, weil wir heute unterwegs waren den ganzen Tag. Und ich die GDAs vergessen habe. Schande über mich, dass du mich auch nicht erinnert hast, ne? Nee, deswegen. Also ich habe die zweimal nicht genommen heute, wo ich sie hätte nehmen sollen. Deswegen nehme ich sie einfach zur letzten Mahlzeit, obwohl es eigentlich unsinnig ist, weil da keine Kohlenhydrate drin sind und der Insulinspiegel eh nicht hochgeht. Aber egal. Dazu Diet Zitrone. Mein restliches Salz habe ich hier reingemacht. Zermatsche ich das Zeug. Ich habe mich schon gefragt, warum der so viel trockener ist als der andere. Ist logisch, wenn kein Fett drin ist. Zeig mal deiner. Camembert. Voll geil. Den habe ich mir mal vor 2 Monaten geholt oder so, haben seitdem nicht gegessen. Das kann man dann nicht essen. Ich hoffe, das war heute ein bisschen aufschlussreich. Ich schätze mal, die Nährwerte werden wir im Video dazu schreiben, beziehungsweise die muss ich noch notieren und rausschreiben, dass die dazu gepackt werden können, damit ihr auch alles schwarz auf weiß habt. Vielen Dank fürs Zugucken. Code Chris bei HPN und wir sehen uns im nächsten Video.